Viele von euch schwanken zwischen dem LG K50s und dem Samsung Galaxy A50. In diesem Video treten beide Handys gegeneinander an. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Gewinner. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Produkte unten verlinkt. Design. Bei der Kategorie Design ist das Galaxy A50 mit 51:44 Punkten deutlich vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 0,5 mm dünner, 2,8 mm schmaler, 7,3 mm kürzer und 13,5% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das Galaxy A50 eindeutig mit 66:39 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 1,6-fach höhere Pixeldichte, 2,3-fach höhere Auflösung, besitzt bruch- und kratzfestes Glas, OLED bzw. AMOLED-Bildschirm und Bildschirm ist immer an. Das LG K50s hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1,6% größere Bildschirmgröße und besitzt ein IPS-Panel. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Galaxy A50 mit 91:79 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 1,3% schnellerer Prozessortakt, 3 GB mehr Arbeitsspeicher, 96 GB mehr interner Speicher, 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße, nutzt HMP, 0.8 neuere Version von OpenCL und 2 Speicherkanäle mehr. Das LG K50s hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 488 GB mehr externer Speicher unterstützt. Kameras. Beim Punkt Kameras gewinnt das Galaxy A50 eindeutig mit 63:47 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 1,9-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 1,9-fach mehr Megapixel der Frontkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 23% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Audio. In der Kategorie Audio sind beide Handys ebenbürtig mit 62 Punkten. Es gibt hier keine größer abweichenden Produkteigenschaften. Akku. Bei der Kategorie Akku gewinnt das Galaxy A50 eindeutig mit 64:49 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: unterstützt schnelles Laden. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften ist das Galaxy A50 mit 85:74 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 2-fach schnellere Downloads, 33% schnellere Uploads, hat ein Gyroskop, hat Typ-C USB-Anschluss, unterstützt ANT+, hat einen Kompass, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und unterstützt Galileo. Das LG K50s hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert. Ergebnis. Das Samsung Galaxy A50 liegt in der Gesamtwertung mit 73 eindeutig vor dem LG K50s mit 50 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.